Pedro Hafermann liest Wellen, ein Roman von Eduard Graf von Kaiserling. Halt! Rief die Generalin barsch. Ihre Gesellschafterin, Fräulein Borg, blickte schief über die Gläser ihres Kneifers und lächelte. Das Sofa? Natürlich, aber für die Verhältnisse ist es doch gut. Liebe Malvine, meinte die Generalin, Sie haben die Angewohnheit, alles gegen mich zu verteidigen. Ich greife das Sofa nicht an, ich sage nur, es ist hart. Das wird man wohl noch dürfen. Fräulein Borg erwiderte darauf nichts. Die Reise macht hungrig, begann wieder die Generalin. Werden auch alle satt werden? Ich denke schon. Wir haben Fische, Kartoffeln und Erdbeeren. Und Wedig hat sein Beefsteak. So, so. Der Junge wird es nicht leicht haben, wenn er immer sein Beefsteak haben muss. Fräulein Borg zuckte nachsichtig mit den Achseln. Er ist so zart. Gewiss, ich gönne ihm sein Beefsteak. Sie brauchen ihn gar nicht erst verteidigen. Die alte Generalin von Palico hatte das Ferienhaus Bullenkrug für den Sommer gemietet, um sich dort mit ihrer Familie zu versammeln. Ihre Tochter, Baronin von Butler, war schon mit den eben erwachsenen Mädchen Lolo und Nini und dem 15-jährigen Wedig angelangt. Ihr Mann sollte in ein paar Tagen mit Lolos Verlobten nachkommen. Zum Abendessen setzte man sich auf die Veranda. Der Seewind zerrte an Tischtuch und Servietten. Das machte die Gesellschaft schweigsam. So das Meer vor sich war es, als sei man nicht unter sich. »Ich habe mir das Meer größer gedacht«, erklärte Wedig und verzog das Gesicht, als schmerze es ihn. Niemand antwortete. »Seht doch«, schrie Fräulein Borg plötzlich, denn am Himmel standen riesige kupferrote Wolken. »Erschrecken Sie uns doch nicht so, Malvine«, rief die Generalin entrüstet. »Sie haben eine Art, auf Sonnenuntergänge hinzuweisen, dass man glaubt, eine Wespe sitze einem im Gesicht.« Beim Nachtisch legte sich die Dämmerung über das Land und das Meer schien plötzlich unendlich groß und fremd. Das seltsame Gefühl, ganz winzig inmitten einer Unendlichkeit zu stehen, ließ alle kurz innehalten, wie Menschen, die zu fallen fürchten. »Wer wohnt denn dort?«, fragte die Baronin und zeigte auf eines der Fischerhäuschen. »Da hat sich der Geheimrat Knospelius eingemietet«, erklärte die Generalin. »So ein kleiner, mit Buckel.« »Wie unangenehm. Und in dem da?« »Da wohnt sie doch«, rief Fräulein Borg aufgeregt. »Sie?« »Nun ja«, wisperte sie. »Die Gräfin Doralice, die wohnt dort mit ihrem Maler.« »Mein Gott, Malvine, warum dämpfen Sie Ihre Stimme so? Man hat sich gekannt, man kennt sich nicht mehr. Eine fremde Frau Grill, nichts weiter. Ihr Maler heißt ja Hans Grill. Sie wird das Meer schon nicht unrein machen, wenn sie darin badet.« »Es ist traurig und doch wieder schön«, sagte Fräulein Borg, als rezitiere sie ein Gedicht, »wie der Graf das Talent des armen Jungen entdeckt, ihn ausbilden lässt und ihn schließlich ins Schloss holt, damit er seine schöne Frau malt. Ja, und dort müssen sie sich lieben. Was können sie dafür? Und sie treten vor den alten Grafen hin und sagen, wir lieben uns, wir können nicht anders. Und er, der edle Greis, der alte Narr«, unterbrach die Generalin, »wenn man 30 Jahre älter als seine Frau ist, spielt man nicht den Kunstfreund.« »Da sind sie ja«, rief Fräulein Borg erregt. Und wirklich zeichneten sich am Rande der Düne zwei Figuren ab. »Kinder, Kinder«, schrie Baronin von Butler ängstlich, »ihr seid müde, geht schlafen, sofort!« »Beruhig dich«, meinte die Generalin, als die Kinder fort waren. »Die Kleinen haben genug Disziplin. Offen gestanden, es ist mehr wegen meines Mannes. Solche Personen sind immer recht hübsch und Rolf, du weißt...« Die Generalin schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Schon wieder die Geschichte mit der Gouvernante. Liebe Bella, so ist dein Mann nun auch nicht. Ab und zu im Frühjahr regt sich in ihm noch der Kürassieroffizier, das ist eine Art Heuschnupfen, aber ihr Frauen bringt mit eurer Eifersucht die Männer erst auf unnütze Gedanken. Kind, du bist die Freifrau von Butler und ich die Generalin von Palico. Wozu hat man seinen alten Namen, wenn man sich von jeder entlaufenden Frau fürchten muss? Wir sind Festungen, zu denen derlei Subjekte keinen Zutritt haben.« »Die Gräfin Doralice war auch so eine arme kleine Festung«, seufzte Fräulein Borg.
Halten Sie mit Ihrer Poesie an sich, zischte die Generalin. Madame Grill wird mir nicht zur tragischen Heldin stilisiert. In der Giebelstube, Lulos und Ninis Schlafzimmer, standen die Mädchen am Fenster und schauten hinaus. Das mondbeglänzte Meer erregte sie schmerzhaft. Und das fremde Paar, das dort unten hinschritt, gehörte mit zu dem Geheimnisvollen, das ihnen ein seltsames Fieber ins Blut legte. Am Meeresufer hing sich Doralice fest in Hans Grills Arm. »Du bist müde?«, fragte er. Sie nickte. »Viel haben wir heute nicht getan«, bemerkte Hans. »Eigentlich gar nichts.« »Auf der Reise war das anders«, meinte Doralice. »Da tut man die Dinge, die im Reisebuch vorgeschrieben sind. Aber hier muss das Neue kommen, und das macht vielleicht müde.« »Ja, das ist es, was der freie Mensch hat. Möglichkeiten. Nichts zwingt ihn. Was er tut, tut er auf eigene Verantwortung, und das kann müde machen.« »Warum lachst du?« »Nichts. Sprich ruhig weiter von deinen freien Menschen.« »Meine freien Menschen?« »Nein, du hast ja ganz recht«, meinte Doralice. »Vielleicht macht das müde, wenn nichts einen bindet. Bei der Roggenernte binden sich bei uns die Mädchen Tücher um die Taille. Ganz fest, dann ermüden sie nicht so schnell bei der Arbeit. So war es vielleicht dort im Schloss. Und jetzt, wo mich nichts mehr bindet?« »Von dort sprechen wir nicht«, unterbrach Hans. »Nein, von dort sprechen wir nicht«, wiederholte Doralice. »Ich weiß nicht«, meinte Hans, »was du noch immer an diesen Erinnerungen hast.« »Was kann ich dafür? Ich habe noch keine anderen. Und dann, sie kriechen einem überall hin nach. Plötzlich steht da der Geheimrat Knospelius am Strand. Drüben zieht die Generalin von Palico ein. Man müsste über dem Meer eine Hängematte aufhängen. Gerade so hoch, dass die Wellen sie nicht erreichen. Aber so, dass ich, wenn ich die Hand herabbaumeln lasse, den Wellen in die weißen Bärte fassen kann. »Du, das wollen wir machen«, sagte Hans, ergriff Doralice, legte sie auf seine Arme und ging langsam in das Meer hinein. Reglos lag sie da und schaute in den Himmel. »Jetzt! Jetzt! Das dumme Land ist weg!« Sie lachte hell und leise wie Kinder, die auf einer Schaukel sitzen, und griff mit der Hand in die Wellen. Hans lächelte, rot vor Anstrengung. Allmählich zog er sich zum Ufer zurück und setzte Doralice auf den Sand. Sie schwankte berauscht und musste sich an Hans anlehnen. »Du siehst, ich vertrage dieses dumme Land nicht mehr. Ach, das kommt noch. Das Land wird uns jetzt gut schmecken. Eine warme Stube und Rotwein. Ja, gehen wir. Wie stark du bist, mich so halten zu können.« »Nicht wahr?«, erwiderte Hans stolz. »Das war eigentlich symbolisch. Du in den Wellen und ich halte dich.« »Lass es lieber nicht symbolisch sein«, sagte Doralice müde. »Dann halt nicht«, murmelte Hans verstimmt. Im kleinen Wohnzimmer brannte die Petroleumlampe. Und Doralice fiel auf, mit was für schläfriger Alltäglichkeit dieses Licht den Raum füllte. Hans schenkte die Gläser voll. Er sah jung aus, mit seinen blonden Locken. »Das nenne ich eine Lebenslage. Man sitzt so beieinander, hat seinen Rotwein und sein wunderschönes Weib.« »Nenn mich bitte nicht Weib. Das klingt so, ich weiß nicht, nach Kartoffelsuppe.« Hans errötete. »Ja, Weib ist ein schönes deutsches Wort, aber wie du willst, bitte.« Aus dem Nebenzimmer hörte man das Schnarchen der alten Agnes, die die Wirtschaft führte. Doralice versuchte zu lächeln. »Bist du noch böse, weil du nicht Weib rufen sollst?« »Weib oder nicht Weib, das ist egal. Der Ton ist es. Wenn du den hast, bist du ganz fremd und alles ist ausgestrichen, was wir miteinander haben. Es ist, als ob du mich fortschiebst. Das darfst du ja auch, das ist dein Recht, aber es schmerzt.« »Ach, Hans«, sagte sie lächelnd, »das ist Unsinn. Ich bin einfach nur müde. Es strengt an, so zwischen Himmel und Meer zu schweben.« Hans schaute sie an. Dann lächelte auch er und schüttelte sich vor Gemütlichkeit.
So als sei eine Gefahr glücklich vorübergestrichen. Uns fehlt eine gewisse Gebundenheit. Das ist es, dozierte er und stach mit seiner Pfeife in die Luft hinein. Von Unendlichkeiten kann man nicht leben. Immer kann der eine nicht den anderen zwischen Himmel und Meer in den Mondschein halten. Der ewige Feiertag macht uns krank. Du könntest ja wieder malen. Ach, das werde ich auch. Glaubst du, ich werde ruhig da sitzen und von deinem Geld leben? Ich werde euch beide malen. Dich und das Meer. Hast du nicht gesagt, meinte Doralice, dass du mich nicht malen kannst? Ja, damals. Damals war ich berauscht von dir. Man muss seinem Modell einigermaßen objektiv gegenübertreten. Stehst du mir jetzt objektiv gegenüber? Allmählich, ja, und das haben wir bitter nötig. Du sprachst vorhin Wegwerfen von Kartoffelsuppe. Ich möchte sagen, kein Leben, auch das Idealste, ist möglich, indem es nicht einige Stunden am Tag nach Kartoffelsuppe riecht. Doralice seufzte. Wenn man da nur atmen kann. Bitte, sagte Hans gekränkt. Wer nicht atmen kann, der darf hinaus. Wir sind freie Menschen. Keiner ist gebunden. Doralice zog die Augenbrauen in die Höhe. Es ist ja ganz hübsch, wenn eine Tür immer offen steht, aber man muss nicht ständig darauf hinweisen. Die Freiheit wird dann fast langweilig. Wie kannst du sagen, ich wiese auf die Tür? Wenn du hinausgingst, dann hätte die Welt keinen Sinn mehr. Doralice strich ihm mit der Hand über das Haar. Nein, nein, sagte sie müde und ein bisschen mitleidig. Wir bleiben zusammen. Wir sind ja miteinander ganz allein. Hans lächelte wieder. Ja, das will ich meinen. Und ich werde auch dafür sorgen, dass niemand an dich herankommt. Dann nahm er sie in den Arm wie ein Kind und trug sie ins Schlafzimmer. Doralice erwachte lange vor Sonnenaufgang und konnte nicht wieder einschlafen. So war es jetzt immer. Denn der Traum führte sie jede Nacht in ihr früheres Leben zurück. Die Bartkommas auf der Oberlippe hinaufgestrichen, war ihr der alte Graf entgegengekommen. Der Traum spielte ein seltsames Spiel. Je näher er kam, desto älter wurde er. Charmant, charmant, sagte er. Wir haben unsere Ausfahrt aufgegeben, weil wir wussten, dass der Gemahl ein Stündchen frei hat. Da wollten wir ihm Gesellschaft leisten und ihm selbst den Tee machen. Gute Ehefrauen habe ich schon gesehen, aber Ma Petite Comtesse ist eine raffinierte Künstlerin in Ehedelikatessen. Doralice schwieg. Natürlich hatte sie ausfahren wollen. Natürlich hatte sie nicht gewusst, dass der Gemahl frei hatte und hatte auch gar nicht die Absicht gehabt, ihm Gesellschaft zu leisten. Allein, das war seine Erziehungsmethode. Er tat, als sei Doralice so, wie er sie wollte. So war es in allem. Diese ihr aufgezwungene fremde Doralice tyrannisierte sie, schüchterte sie ein, beengte sie wie ein Kleid, das nicht für sie gemacht war. Dann kam Hans Grill mit seinem lauten Lachen und den unbesonnenen Bewegungen ins Schloss, der alles aussprach, was ihm durch den Kopf ging. Er stand vor der Leinwand, malte und kratzte wieder ab, sprach viel und immer von sich, mit kindlicher Zufriedenheit und Prahlsucht. Auch vertraute er Doralice an, was ihm an sich selber bedenklich schien. An Charakter fehlt es zuweilen, sagte er so. Ei, ei! Es war ihr neu, dass jemand so sorglos, mit so unbändigem Lebensappetit sein innerstes Wesen heraussprudelte. Das erregte auch in ihr wieder etwas, das sie fast vergessen hatte. Ihre Jugend. Zuweilen, wenn sie besonders laut lachten, hielten sie inne und horchten. Still, sagte dann Hans. Ich höre seine Stiefel knarren. Und es war, als sei zwischen ihnen eine geheime Zusammengehörigkeit. Hans verliebte sich natürlich und war diesem Gefühl gegenüber ganz hilflos. Er gestand es mit naiver Offenheit und Doralice ließ es geschehen. Es war, als fasste das Leben sie mit starken, gewaltsamen Armen und trug sie fort. Es wunderte sie, wie gering ihre Gewissensbisse waren.
Hans Grill trug viel schwerer an den Heimlichkeiten. »Ich halte es nicht aus«, sagte er, »immer einen vor mir zu haben, den ich betrüge. Lass uns fortgehen oder es ihm sagen.« Allein der Graf kam ihnen zuvor. Doralice stand im großen Saal am Fenster, als er ins Zimmer trat. Er rückte den Sessel an den Kamin, setzte sich, nahm ein Schüreisen, um im Feuer herumzustochern, und starrte kühl in die Flammen. »Ma chère, ich habe mit Herrn Grill vereinbart, dass er uns heute verlässt. Mit dem Bilde wird es ja doch nichts, und von meiner Petite Comtesse ist es zu viel verlangt, sich der Langeweile dieser Sitzung zu unterziehen. So werden wir wieder entre nous sein. Recht angenehm, was? Wenn Hans Grill geht, gehe ich auch. Im Bemühen, ruhig zu sein, klang ihre Stimme ihr selbst fremd. Das Schüreisen fiel klirrend aus seiner Hand. »Wie? Ich verstehe nicht, ma chère.« Doralice sah sehr wohl, dass er sehr gut verstand. »Ich meine, dass ich nicht mehr deine Frau sein kann, dass ich mit Hans Grill gehe, dass...« Schrecken und Verwunderung über den Anblick des Mannes dort im Sessel ließen sie nicht weitersprechen. War das Schmerz? War das Zorn? Es hätte auch eine lustige Grimasse sein können. Der Graf erhob sich, trat ans Fenster, schaute hinaus. Endlich wandte er sich zu ihr. Das Gesicht grau, aber ruhig. Er zog die Taschenuhr hervor, schaute aufmerksam auf das Ziffernblatt und sagte freundlich, 5:30 Uhr geht der Zug. Er schaute noch immer auf die Uhr, als Doralice aus dem Zimmer glitt. »Mein Herz schlug dabei sehr stark«, hatte sie später Hans Grill gesagt. »Es schien mir das Lauteste im Zimmer zu sein. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht war es plötzlich eine sehr starke Freude?« »Natürlich«, meinte Hans. »Was soll es sonst gewesen sein?« Sie war aufgestanden. Draußen blähte ihr ein erfrischender Seewind die Röcke. So muss es den Wellen gehen. Als ihr ein stärkerer Windstoß in die Haare fuhr, machte sie einen Satz und stieß einen kurzen, lustigen Schrei aus. »Jetzt brande ich«, dachte sie. Über ihr antwortete eine Möwe mit schrillem Ruf, warf sich, wie von plötzlicher Lust berauscht, auf das Wasser und schwamm. Kleiner weißer Punkt auf der wogenden grün-grauen Seide. Als Doralice um eine Düne bog, begegnete sie dem buckligen Geheimrat von Knospelius, der weit mit dem Spazierstock ausholte. Er grüßte sehr tief. Sein Knabengesicht lächelte. »Guten Morgen, gnädige Frau. Schon vor Sonnenaufgang auf dem Posten?« Doralice errötete lächelnd. »Es ist ihm wohl entfallen, dass Sie mir das letzte Mal genau dasselbe sagten.« »So, so«, meinte Knospelius, »Sie haben ein gutes Gedächtnis. Darf ich Sie einige Schritte begleiten?« Sie nickte. »Mit dem Schlafen, meine Gnädigste, scheint es Ihnen hier auch nicht recht gelingen zu wollen.« »Doch, doch, aber die Fischer sind hier so früh auf und das Meer schläft ohnehin nicht.« Knospelius lachte, dann wurde er plötzlich ernst. »Es gibt nichts Sinnloseres als auf Schlaf warten und nicht schlafen können. In solchen Stunden komme ich mir vor, wie meiner Menschenrechte beraubt. Ich tue nicht meine Pflicht als Mensch.« »Pflicht als Mensch?« wiederholte Doralice zerstreut. »Ja, zu schlafen oder mein Handwerk als Mensch zu treiben, zu arbeiten wie die Fischer oder zu lieben wie Sie und der Herr Maler. Ganz gleich, eben Menschengeschäfte treiben. Können wir das nicht, haben wir zu schlafen. Was wir in einer schlaflosen Nacht denken, ist weggeworfenes Leben. Rechnungen, die keinen Sinn haben und kein Resultat haben.« »Ach nein, es ist nichts«, murmelte er ertappt, als sie ihn mitleidig anblickte. »Ich sage es nur so im Allgemeinen. Wenn man wacht, muss man was erleben können. Wenn man schlafen will, muss man schlafen können.« »Naja, und wenn das nicht geht, müssen wir uns eben an die Erlebnisse der anderen halten.
Ich interessiere mich sehr für die Erlebnisse der anderen. Was das Leben betrifft, bin ich Kommunist. Ich leugne das Privateigentum. Erleben die Leute hier so viel? Och, och. Genug. Übrigens hat es mich sehr gefreut, dass Sie hergezogen sind. Sie werden schon Farbe in den Betrieb bringen. Das sehe ich ebenso gern, wie ein Strauchdieb den Herrn mit der dicken Brieftasche sieht. Eine Welle von Rot übergoss den Himmel. Die Wolken am Horizont bekamen dicke, goldene Säume. Und die Höhlungen der Wellen füllten sich mit Rosenrot. Sehen Sie, sagte Knospelius, die Natur wird ganz rücksichtslos da mit all diesen Farben überschüttet. Das soll anregen, wie eine kalte Dusche oder der Morgenkaffee. Wenn Sie noch einige Schritte gehen wollen, können wir einen hübschen, ja, ich sage geradezu, einen hübschen Anblick haben. Sie kamen an eine Stelle, wo eine Düne ganz nah ans Wasser herantrat. Die Wellen unterspülten sie so, dass sie teilweise eingestürzt war. Große Stücke des Erdreichs waren abgebröckelt und fortgerissen. Alles triefte von rotem Morgenlicht. Hier und da ragte aus dem Sande morsches Holz heraus, das metallisch glänzte und weiße Stücke, die... Aber das ist doch eine Hand? Allerdings, erklärte der Geheimrat, und das da ist ein Schädel, hübsch rosa angeleuchtet. Wie Sie sehen, ist dies ein Friedhof, mit dem das Meer langsam aufräumt. Für billige Friedhofsromantik habe ich wenig über, aber... Das gefällt mir. Ein Friedhof, von dem das Meer jede Nacht ein Stück abschneidet, wie von einem Kuchen. Im Morgenrot blühen die Gebeine wie die Rosen. Dann kommt die Sturmnacht und schifft sie vom Grab hinaus ins Meer. Aus dem denkbar engsten geht es ins denkbar weiteste. Das ist Betrieb. Doralice war ein wenig bleich geworden. Es scheint Ihnen nicht zu gefallen, stellte Knospelius fest. Fürchten Sie sich vielleicht? Wir werden ja zur Furcht vor diesen Dingen erzogen. Nein, ich fürchte mich nicht. Nur, ich weiß nicht. Ich hätte es vielleicht heute Morgen lieber nicht gesehen. So. Sie haben wohl recht, über den Tod nachzudenken ist wohl augenblicklich, so als Liebende, ganz und gar nicht ihr Beruf. Sie fand ihren Begleiter jetzt unheimlich und er verdarb ihr den schönen Morgen. Mit einem kurzen Guten Tag wandte sie sich ab und ging schnell weiter. Jetzt hatte sie Eile, bei Hans Grill zu sein. Er hatte schon gebadet und roch nach Seewasser. Kalt war's, berichtete er. Willst du nicht auch baden? Der Tag wurde sehr heiß. Die Generalin hatte für sich und die Baronin Strandkörbe auf die Düne stellen lassen. Wedig saß abseits und blätterte lustlos in einem Buch, das er zu lesen hatte. Sein Feriengefühl war ihm schon an diesem ersten Tag abhanden gekommen. Das Meer, die Ereignislosigkeit, all das schien ihm wie gewöhnlicher Alltag. Seine Mutter griff immer wieder nach dem Opernglas, um zum Meer zu blicken, in dem Lolo und Ninni schwammen. Lolo! Lolo! Schrie sie plötzlich. Warum bleiben Sie nicht zusammen? Ich habe Ihnen verboten, bis zur zweiten Sandbank zu schwimmen und... Wer geht dort ins Meer? Das wird die Grill sein. Wo? Was? Lolo! Lolo! Oh Gott! Sie schwimmen direkt aufeinander zu, mein armes Kind! Setz dich hin, Bella, keifte die Generalin. Es ist nicht zu ändern. Wedig hatte das Buch fortgeworfen. Jetzt kam vielleicht doch ein Ereignis. Lolo scheint müde. Sie schwimmt langsam, bemerkte er. Die Gräfin will ihr wohl helfen. Unerhört, stöhnte Frau von Butler. Bella, du übertreibst. Wenn das Kind müde ist vom Schwimmen, ist es gut, dass jemand ihr die Hand reicht. Lolo war blass geworden und spuckte Wasser. Ich halte sie schon, sagte Doralice und zog sie hinter sich auf die Sandbank. Es war doch ein wenig zu weit. Sie sind es nicht gewöhnt. Danke, gnädige Frau, sagte Lolo und errötete.
Doralice half ihr hoch. Nun erholen wir uns noch ein Weilchen. Zurückschwimmen wir geradeaus. Dann ist es nur eine kleine Strecke. Lolo antwortete nicht. Gern wollte sie lange so stehen und sich an diese schöne, geheimnisvolle Frau mit den zu roten Lippen lehnen. Jetzt schwimmen wir. Sie warfen sich wieder ins Wasser, schwammen dicht nebeneinander. Geht es? Fragte Doralice. Wir sind gleich da. Oh, es geht. Es geht schön. Jetzt fühlte sie sich nicht mehr so befangen. Gnädige Frau, ich sah Sie gestern Abend spazieren gehen. So? Dann war das wohl Ihr Fenster, in dem ich Licht sah? Ja, rief Lolo begeistert. Am Ufer reichte Doralice ihr die Hand und sagte, es ist hübsch, so zu schwimmen. Lolo führte Doralices Hand an die Lippen. Ich danke Ihnen, gnädige Frau. Sie haben mich gerettet. Nicht doch, nicht doch, wehrte Doralice ab und küsste sie auf den Mund. Von der Düne her kam Baronin von Butler eilig auf sie zu, rief unausgesetzt, Lolo! Und winkte mit dem Taschentuch. Du bringst mich noch um mit deinen Geschichten, rief sie und zerrte das Kind mit sich. Das kann nur dir passieren, gerade dieser Person in die Arme zu laufen. Und geküsst hat sie dich und du lässt es geschehen. Von wem wirst du dich nicht noch alles küssen lassen? Sie hat mich geküsst, weil ich ihr die Hand geküsst habe. Du hast... Was? Diese Person, sie ist ja halb nackt, keine Ärmel und dann die Dekolletage. Dein Bräutigam wird sich freuen. Oh Gott, mir ist ganz übel. Am Abend hatte Hans auf einer Düne eine Decke für Doralice ausgebreitet und saß daneben mit der Staffelei. Es will und will nicht werden, sagte er ärgerlich. Es ist doch ganz gut, gähnte Doralice mit geschlossenen Augen. Nein, ist es nicht. Ich möchte wissen, wo Teufel mein Talent hingekommen ist. Bin ich daran schuld? Fragte Doralice. Hans antwortete nicht sogleich. Nein, schuld kann er nicht sein. Aber ja, du nimmst jetzt in mir einen so großen Raum ein, dass das Talent nicht mehr Platz hat. Immerfort ein Wunder erleben, das strengt an. Aber ich gewöhne mich schon noch an das Wunder, lachte Hans gutmütig. Wirklich? Du gewöhnst dich? Sicher. Alles, was uns jetzt selbstverständlich scheint, war einmal ein Wunder für uns. Warte nur, bis wir in unserer Ordnung sind. Ja, ja, ich sehe es schon vor mir. Ein Häuschen im Grünen, nicht wahr? Ja, warum nicht? Mein Atelier ist natürlich in der Stadt. Ich komme zu Mittag heim und du erwartest mich. Was soll ich den Vormittag alleine tun? Warum allein? Da werden doch Menschen sein. Wir schaffen uns unseren kleinen Kreis. Doralice sah Hans mit einem hilflosen Ausdruck an. Ich will nicht, dass wir Ausnahmen sind, sagte Hans ärgerlich. Wir müssen leben wie die anderen und mit den anderen, oder? Oder schämst du dich meiner? Nein, du bist gut. Nur deine Frau Grill mit dem kleinen Häuschen, mit ihrer kleinen Gesellschaft, möchte ich lieber nicht kennenlernen. Du musst sie kennenlernen. Wenn du mich willst, musst du auch Frau Grill wollen. Aber so ist es immer. Wir reden und reden, als ob du auf der einen Sandbank stehst und ich auf der anderen. Und keiner versteht, was der andere sagt. Und wir rufen uns immer nur zu, was, 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 was? Wie ruhig sie da lag. In ihrem gelben Sommerkleid, das Gesicht ganz umflimmert, von dem blonden Haar, wie ein friedlich schlafendes, ganz junges Mädchen. Weiß sie denn nicht, dass ich leide? Warum fürchtete er stets, sie zu verlieren? Alles in ihm war voll von dieser Frau und doch war sie ihm fern. Schwimmen. Das war in solchen Augenblicken noch das Einzige, was er tun konnte. Als er zurückkehrte, fand er Knospelius bei Doralice. Ha, der Herr Maler, rief der Geheimrat. Ich habe Ihrer Frau Gemahlin soeben ein Kompliment gemacht. Der gelbe Sand, der gelbe Batist des Kleides, das goldene Haar, eine Symphonie in Blond. Famos, für einen Maler unbezahlbar, nicht? Ja, knurrte Hans. Nach einer Pause sagte Knospelius,
Jetzt muss ich aber los. Warum bist du so unfreundlich gegen den Kleinen? Fragte Doralice, als sie wieder allein waren. Bist du eifersüchtig? Er ist doch nur eine groteske Nippfigur. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, bellte Hans. Das gibt es unter freien Menschen nicht. Nein, aber diese Person ist für mich ein Stück deiner Vergangenheit, die sich wieder zwischen uns drängen will. Das ist es. Doralice gähnte. Meine Gesellschaft drängt sich gewiss nicht an mich heran. Die kleine Butler vorhin auf der Sandbank. Welch ein seltsames Gesicht sie machte, so als habe sie ein ganz verwegenes Abenteuer zu bestehen. Im Bullenkrug waren indessen die Herren angekommen. Man saß zu Tisch. Mondschein und Meer. Mondschein und Meer, bemerkte der Baron jovial. Oh, da muss man gefühlvoll werden. Die Unendlichkeit? Ist eben die Unendlichkeit, nicht wahr? Frau von Butler berichtete ihrem Mann die Geschichte von Doralice, der Sandbank und dem Kuss. So, so. Die Gräfin Köhne hier. Eine superbe Frau übrigens. Denke dir, der Graf hat einen Schlaganfall bekommen. Seine Schwester pflegt ihn. Sehr traurig. Nun, gesellschaftlich kommt diese Dame nicht in Betracht. Das ist wahr, aber höflich kann man trotzdem gegen sie sein. Die Augen der Baronin weiteten sich. Jetzt auch noch du? Diese Person ist als schwere Prüfung für mich hergesandt. Unten am Strand ließ Hilmar, Lolos Verlobter, Kieselstein über das Wasser springen. Er sah fast noch aus wie ein Knabe. Ein außerordentlich hübscher Knabe. Über der Stirn hing ihm eine dicke, schwarze Locke. Das Meer ist heute mit seinem Mondschein sehr programmmäßig, sagte er. Und du, Schatz, bist es erst recht. Schade, meinte Lulu. Ein Programm kann nie überraschen. Bräute sollen keine Überraschungen sein, sondern hübsche kleine Notwendigkeiten. Nicht so wie deine durchgebrannte Gräfin. Sie rührt mich, entgegnete Lulu, wenn jemand so schön ist. Muss man ihn lieben. Aber sie tut etwas weh, diese Liebe. Vielleicht, weil sie so schlecht ist. Hilmar lachte. Kann man wirklich so schön sein? Gibt es denn in unserer Liebe nichts, was wehtut? Fragte Lulu. Ganz im Gegenteil. Wenn man dich liebt, fühlt man sich riesig vornehm. Als Kind wurde mir sonntags immer ein Samtkittel angezogen und das Haar wurde mit Pomade glatt gestrichen, die nach Orangenblüten duftete. Wenn ich so angezogen war, fühlte ich mich so vornehm, dass ich mich kaum zu rühren wagte. Ich bin für dich also wie Samtkittel und Orangenblütenpomade. Ja, und wie der Sonntag, ergänzte Hilmar. Da, das ist sie, rief Lolo plötzlich. Hans und die Gräfin kamen vorbei. Man stellte einander vor und wechselte ein paar Worte. Ja, du hast recht, sagte Hilmar kurz darauf. Ein schönes Kindergesicht und ein schicksalsvoller Mund. Habe ich auch so einen schicksalsvollen Mund? Hilmar schüttelte den Kopf. Von Schicksal keine Spur. Mehr so ein friedlicher Pfingstsonntag auf dem Lande. Das will ich nicht, rief Lulu und machte sich von ihm los. Warum sagst du nichts? Fragte Hans, als sie weiter nebeneinander herliefen. Weiß nicht, sagte Doralice. Heute ist kein glücklicher Sprechtag. Sobald wir sprechen, streiten wir uns. Ach, das macht nichts, meinte Hans. Was in uns ist, muss heraus. Das gibt Vertrauen. Das ist mir zu umständlich, gähnte Doralice. Wir sollten mal versuchen zu schweigen.
Nein, das geht nicht, sagte Hans, als sie einen Moment ruhig nebeneinander hergelaufen waren. Schade, sagte Doralice. Es war so schön. Am nächsten Morgen kam Hilmar erhitzt zum Frühstück. Er hatte Bekanntschaft mit den Fischern gemacht. Abends wollte er mit einem von ihnen zum Segeln hinausfahren. Dann werde ich wohl auf der Düne sitzen müssen und dir nachschauen, seufzte Lulu. Wieso? Übrigens steht schon in der Bibel, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann vor den Toren berühmt wird. Dieses Tor merk dir, mein Kind, meinte die Generalin. Das wird in deiner Ehe noch oft vorkommen. Ich fahre mit, meldete sich Wedig zu Wort. Nein, du bleibst schön zu Hause, sagte seine Mutter streng. Warum? Ich bleibe immer zu Hause. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Ich darf nie etwas. Ihr amüsiert euch alle und ich hocke immer abseits. Was ist mit mir? Was sollen die Leute von mir denken? Bin ich ein Krüppel? Wedig, auf dein Zimmer. Der Junge erbleichte, stand auf und ging. Ich weiß nicht, woher die Kinder dieses überspannte Wesen haben. Die Generalin lachte. Es ist das Wetter, liebe Bella. Aber das Barometer fällt, Gott sei Dank. Tun, tun, hat Hans Grill gesagt. Und so fuhren sie bei Nacht mit den Fischern hinaus. Wie geht es dir? Fragte Hans zärtlich und drückte Doralice die Hand. Gut, erwiderte sie und lächelte. Er sollte nicht wissen, dass sie sich fürchtete. Hier und da tauchten andere Boote auf, groß und schwarz in dem unsicheren Licht. Die Boote kamen jetzt ganz nah. Es waren drei. Die Männer machten sich an den Netzen zu schaffen. Plötzlich sprang jemand über den Bootsrand, stand neben Doralice und lachte. Es war Hilmar. Ein Mitternachtsbesuch, sagte er. Hans nickte ihm freundlich zu und zeigte ihm einen Dorsch, den er soeben gefangen hatte. Schön, schön, nickte Hilmar und setzte sich Doralice gegenüber. Die Nacht hat sie wohl ein wenig angegriffen, gnädige Frau. Doralice zog die Augenbrauen zusammen. Das macht wohl die Beleuchtung. Gewiss, gewiss, sagte Hilmar. Dann schwieg er und zündete sich eine Zigarette an. Sie sehen übrigens auch mitgenommen aus, unterbrach Doralice das Schweigen. Oder ist das auch die Beleuchtung? Nein, nein, es ist schon was. Es sollte vielleicht nicht sein, aber die große Natur macht uns betrunken und Trunkenheit greift an. Doralice nickte. Und doch, fuhr Hilmar fort, es ist geradezu eine große Verliebtheit, was wir der Natur gegenüber empfinden. Ja, sie sind ja auch verlobt. Das auch, fuhr Hilmar fort, aber das meine ich nicht. Hans setzte sich neben Hilmar. Das ist eine Nacht. Herrlich, herrlich, meinte er. Zu Hause machen wir uns noch einen schönen warmen Tee. Wollen Sie auch eine Tasse, Baron? Nicht wahr, Schatz? Das wäre doch schön. Doralice schaute Hans ein wenig verwundert an und senkte die Augen. Gewiss, sagte sie leise. Schweigend hörten sie dem Summen des Teekessels zu. Endlich glaubte Hilmar etwas sagen zu müssen. Es war wunderschön. Ja, erwiderte Doralice abweisend, es war so schön, dass man lieber nicht davon spricht. Hans lachte. Ja, sehen Sie, so macht es meine Frau immer. Wenn ihr etwas gefällt, darf nicht davon gesprochen werden. Das ist dann heilig und niemand darf es berühren. Es entstand wieder eine Pause. Endlich erhob sich Hilmar, reichte Hans die Hand und flüsterte, ich gehe, die Sonne kommt. Er wunderte sich über sich selbst. Warum fühlte er sich elend? Die arme Lolo hatte wohl recht. Diese Frau war so schön, dass man traurig wurde. Knospelius kam zum Mittag in den Bullenkrug. Familienmahlzeit, Familienmahlzeit, sagt er zur Generalin. Solange es mit der Familienmahlzeit gut steht, kann es mit der Familie nicht schlecht stehen. Nun, meinte die Baronin knapp,
Wir haben Gott sei Dank noch andere Fundamente. Mein Schwager, fuhr der Geheimrat fort, sagte zu meiner Schwester, sollte ich vormittags sterben, ist gar kein Grund, dass zu Mittag nicht ebenso pünktlich gegessen wird wie sonst. Nicht wahr? Wie auf den großen Passagierdampfern, auf denen, selbst wenn sie sinken, das Dinner bis zuletzt pünktlich serviert wird. Der Baron nickte ernst. Die Familie ist die Grundlage des Staates. Die Familie und der Grundbesitz. Und er brachte das Gespräch auf Steuern, den Kaiser und auf Branntwein. Allein der Geheimrat ging nicht darauf ein. Darf ich die Herren Damschaften heute bei Sonnenuntergang zum Umtrunk in der Waldhüterei erwarten? Fragte er. Die Veranlassung ist mein Geburtstag. Diese Welt hier ist zwar recht fragwürdig, allein besondere Eile herauszukommen hat man dann doch nicht. Erstens ist das Programm dessen, was danach kommt, nicht recht klar. Zweitens bleibt es uns ohnehin. Nein, ich feiere das Datum meiner Geburt, denn eine Welt ohne Knospelius und eine Welt mit Knospelius, das ist für mich ein gewaltiger Unterschied. Was Sie da sagen, ist gewiss klug, bemerkte die Generalin. Aber mit der Religion scheint es etwas unklar zu sein. Knospelius zuckte mit den zu hohen Schultern. Ach, eines noch. Ich kann es nicht vermeiden, das Ehepaar Grill einzuladen. Ich hoffe, es wird niemanden stören. Ein weißes Tischtuch war über das Heidekraut gebreitet. Für die Generalin und die Baronin waren Korbstühle da. Für die anderen lagen Polster auf der Erde. Hilmar saß zerstreut neben Lolo und blies Ringe mit seiner Zigarette. Die Unterhaltung wollte nicht recht in Gang kommen. Man sprach von Birken im Allgemeinen. Wedig gähnte und äußerte zu Ninni, »Nun können Sie auch kommen.« »Wer?« fragte die Baronin streng. Allein, es war allen klar. Alle empfanden dieses Beisammensitzen nur als Vorspiel. Schließlich kamen sie den Hügel herauf, Hans vorangefolgt von Doralice. Sie hatte nicht kommen wollen, aber Hans war heftig geworden. »Wenn sich die Leute vor uns fürchten, bitte, wir brauchen uns vor niemandem zu fürchten.« »Schönes Wetter«, sagte die Generalin zu Doralice. »Wir sehen Sie jetzt immer baden. Sie schwimmen mir ein bisschen zu kühn.« Hinter den Birken erschallt plötzlich eine hüpfende Melodie. Der Strandwächter spielte Harmonika, der lahme Schneider die Geige. Der Geheimrat stand auf und rief, »Ich bitte, mit dem Tanz zu beginnen.« Die Paare drehten sich bald auf dem freien Platz. »Nichts ist besser als der Tanz«, sagte Knospelius zur Generalin, während er das Bild vor sich mit einer fast gierigen Aufmerksamkeit betrachtete. »Man spricht nicht, man verständigt sich mit den Füßen. Das löst die richtige Elektrizität aus.« »Was für eine Elektrizität? Ich freue mich ja, wenn die Jugend heiter ist, aber Elektrizität brauchen wir nicht.« »Nun, wenn in unserer Gesellschaft ein fremdes Element kommt«, fuhr der Geheimrat fort, »ein Outsider, das wirkt erregend wie Zitronensäure auf Soda.« »Ihre Grill ist ja soweit ganz nett«, versetzte die Generalin. »Schade um Sie.« »Wieso schade?«, fragte der Geheimrat. »Lieber Knospelius, wenn unsere Frauen mal aus Reihe und Glied treten, finden sie keinen Halt mehr. Das ist wie beim Kettenstich auf der Nähmaschine. Trennen Sie einen Stich, geht die ganze Naht los.« Knospelius lächelte verschmitzt. »Das spricht nicht gerade für den Kettenstich.« Doralice tanzte mit Hans, dann mit dem Baron und jetzt mit Hilmar. Das Tanzen, diese Menschen, alles das gab Doralice das Gefühl, als stünde sie wieder in jener Welt, die sie seit einem Jahr nur noch aus Träumen kannte. Sie vergaß, dass sie hier fremd war, und genoss es, gedankenlos lustig zu sein. Und was für ein handlicher Kamerad, der Lustigkeit war doch so ein Leutnant. Nach dem Tanz schwiegen alle, so als fürchteten sie, etwas zu wecken, das sie eben in den Schlaf gewiegt hatten. Endlich verkündete der Geheimrat, »Jetzt bitte zum Feuerwerk! Mein Feuerwerk ist der Mond, der gerade aufgeht. Ich bitte, mit mir auf diesen Hügel hinaufzugehen.«
Als man dorthin gelaufen war und über den Mond doch nichts Besonderes zu sagen wusste, ging man wieder zurück. Dabei nahm Hilma entschlossen Doralice in Beschlag. Sie sprachen von gleichgültigen Dingen, von Pferden, vom Reiten, aber so nach dem Tanz nahmen ihre Stimmen einen vertraulichen Klang ein. Beim letzten Rennen sind Sie gestürzt, nicht wahr? Fragte Doralice. Ja, ach ja, erwiderte Hilma. Es war natürlich meine Schuld. Das Erhebende bei einem Rennen ist ja, wie einem das Blut in den Ohren sinkt und alles Vernünftige von einem abfällt. Dann ist mir immer alles gleich. Ich sehe nur noch das Ziel. Ich will es so sehr, dass ich mich wundere, warum es mir nicht entgegenkommt. Ja, und dann stürzt man schon mal. Nur eines wollen, nur eines sehen und darauf zujagen, das ist doch eigentlich die einzige Art, richtig zu leben. Doralice errötete. Wovon spricht er? Sie musste an Hans Grill denken, wie er damals im Schloss so begeistert von seiner Kunst gesprochen und doch sie gemeint hatte. Ach Gott, sagte Hilma, ich bin gegen die Wirkung einer solchen Sommernacht wehrlos. Wenn ich als Kind aus der Sommernacht heimgeholt wurde, heulte ich immer wie verrückt. Wenn meine Mutter dann fragte, warum ich weine, wusste ich es nicht. Das verstehe ich, meinte Doralice. So geht es mir jetzt noch, wenn wir abends vom Spaziergang nach Hause kommen und unsere Wirtschafterin Agnes steht da mit der Lampe. Dann ist mir auch zuweilen so, als könnte ich weinen. Agnes ist eine gute Frau, aber in solchen Augenblicken steht deutlich auf ihrem Gesicht, was sind Sie denn so glücklich? Es wird gleich wieder alles unangenehm sein. Zurück in der Waldhüterei trieb Nospelius wieder zum Tanz. Hilma bot, als verstünde es sich von selbst, Doralice den Arm. Nospelius betrachtete aufmerksam das Schauspiel, als säße er in einer Theaterloge. Bitte zu beachten, sagte er zur Generalin, eine Mondscheinquadrille wird anders getanzt als eine Sonnenuntergangsquadrille. Die Bewegungen der Damen sind weicher. Da ist sowas von angenehmer mattig genug, entgegnete die Generalin ärgerlich. Sie sehen unsere Mädchen an, wie man Käfer ansieht, die man sammelt. Oder ist es besonders der eine fremde Käfer, der Sie interessiert? Nein, nein, alle. Ah, was ist das? Er sprang auf, um zum Tanzplatz zu eilen. Dort drängten sich alle. Am Boden, hell vom Mond beschienen, lag Lolo, bleich mit geschlossenen Augen. Man rief nach Wasser. Fräulein Borg brachte Riechsalz. Als Lolo wieder dastand, schwankend, sehr weiß im Gesicht, auf ihren Vater und Hilma gestützt, organisierte die Generalin eilig den Rückzug. Fatal, sagte der Geheimrat, als er mit Hans und Doralice allein war. Nun, es wird nichts zu bedeuten haben. Hübsch sah es allerdings aus, wie die Kleine da so weiß im Mondschein lag. Nerven. Eine Familienverlobung ist immer etwas Gewaltsames. Ein streng behütetes Mädchen, das nicht einmal einen Roman lesen darf, wird eines schönen Tages einem Leutnant ausgeliefert. Na, gleich viel. Auf dem Heimweg sprach Hans heiter und eifrig auf die schweigende Doralice ein. Teufel, haben die Herren die Augen gemacht. Alle, vom Familienvater bis zum Gymnasiasten. Zu Hause ging er sofort in sein Zimmer. Doralice hörte ihn hin und her gehen. Endlich kam er heraus. In den Mantel gehüllt. Ich fahre noch auf den Fischfang. Für dich ist das nichts, du bist zu müde. Er küsste sie auf die Stirn. Gute Nacht. Als er schon an der Tür war, fragte Doralice, Hans, bist du böse? Nein, warum? Im Schein der Lampe sah sie, dass er errötete. Weil die da sich möglicherweise nicht verlieben? Das ist dir recht. Das kann doch an uns nicht heran. Nein, du wirst nicht erleben, dass ich knurrend um dich herumgehe. Mir würde vor mir selber ekeln. Wenn du mein bist, weil ich jedem, der mir nahe kommt, die Zähne zeige, bist du überhaupt nicht mein. Ich will eine Frau, die mich liebt. Keine Beute. Dann ist gut. Ich wollte nur wissen. Gute Nacht, Hans. Gute Nacht, erwiderte er beruhigt und ging. Also, er war doch böse. Dachte sie, sonst wäre er nicht so beregt gewesen. Und es war gut so. Es beruhigte sie. Jetzt wollte sie schlafen gehen. Wollte noch ein wenig von all dem träumen, was der heutige Abend in ihr aufgeregt hatte.
Das war vielleicht so etwas wie ein kleiner Verrat an Hans. Aber warum ließ er sie auch mit ihren Träumen allein? Am nächsten Tag fand Hilma Doralice mit geschlossenen Augen im Heidekraut, den Rücken gegen den Stamm einer Birke gelehnt. Er räusperte sich. Sie öffnete die Augen. Ach, Sie sind es. Wollten Sie nicht segeln? Ja, da Sie nicht auf dem Meer sind, schien mir das Meer sinnlos. Und da bin ich Ihnen nachgelaufen, um Ihnen Gesellschaft zu leisten. Ihnen muss hier alleine doch langweilig sein. So? Das Meer schien Ihnen sinnlos? Mir sagte mal ein Attaché, für einen jungen Mann sei es unhöflich, 5 Minuten mit einer Frau allein zu sein, ohne ihr eine Liebeserklärung zu machen. Hilma errötete. Sie sagen ja gar nichts, bemerkte Doralice nach einer Weile. Ich dachte, Sie wollten mich unterhalten. Ach ja, ja, sagte Hilma. Es gibt Lebenslagen, die man mit Sprechen nur verdirbt. Doralices Gesicht blieb kalt. Ich glaube, Sie wissen einfach nicht, was Sie mir sagen sollen. Hinter mir sind alle Fäden abgerissen. Ich bin eine glücklich verheiratete Frau. Da können Sie nur vom Wetter sprechen oder mir Ihre sinnlosen Liebeserklärungen machen. Hilmas Augen blitzten. Zu sagen? Eine Menge hätte ich Ihnen zu sagen. Doralice sann einen Augenblick vor sich hin, bleich und kummervoll. Kennen Sie den Friedhof am Meer? Nein, Hilma kannte ihn nicht. Er interessierte sich nicht für Friedhöfe. Der Geheimrat hat ihn mir gezeigt. Ein Friedhof, von dem das Meer große Stücke fortspült. Er sagt, die stillen Herren gehen auf die Reise. Dieses Ungeheuer, rief Hilma. Er will, dass Sie sich fürchten. Vom Todsein fürchte ich mich nicht. Vielleicht ist man dann gar nicht mehr da, meinte sie. Aber es klingt so furchtbar nach Alleinsein und ich kann nicht allein sein. Sie lächelte bitter. Ein unendlich einsames Lächeln. Sie weinen ja, stieß Hilma hervor. Er glitt in das Gras und drückte seine Lippen auf ihre Hand. Eine Weile blieb die Hand unbeweglich. Dann wurde sie fortgezogen. Was tun Sie? Stehen Sie auf, gehen Sie nach Hause. Ich muss auch gehen, Hans erwartet mich. Hilma erhob sich langsam. Lange stand er unschlüssig da. Etwas arbeitete und kämpfte in ihm. Doch schließlich wandte er sich um und lief den Abhang hinab. Ich komme zu spät. Bist du böse? Fragte Doralice. Ein bisschen vielleicht, meinte Hans. Aber jetzt, wo du wieder da bist, hat das doch keinen Sinn mehr. Agnes, die Suppe. Also, wie war deine Einsamkeit oben im Heidekraut? Hübsch, antwortete Doralice. Der junge Ham kam vorbei und plauderte einen Augenblick. Ah, endlich, rief Hans, als Agnes den Teller füllte. Er schien ganz von der Suppe eingenommen. Und was sagte er? Fragte Hans mit vollem Mund. Ach, eigentlich nichts. Sie könnte ja erzählen, was sich zugetragen hatte, aber wozu? Hans würde doch nur sagen, das reiche nicht an sie heran und würde von freien Menschen und reineren Gesetzen sprechen. Ja, das verstehen diese Leute, zu sprechen und nichts dabei zu sagen. Das ist mir auch gestern auf dem Fest aufgefallen. Aber in ihrer Art sind sie gewiss nette, kluge Leute. Doralice erwiderte nichts. Es ärgerte sie, dass er plötzlich den Gerechten spielte. Warum schalt er nicht darauf los wie früher? Er gähnte diskret, die Nacht auf dem Meer lag ihm noch in den Knochen, es sei besser, meinte er, er lege sich ein Weilchen hin. Wie unverschämt sicher er sich ihrer war. Und wie er dort oben vor ihr gekniet hatte. Was hat er nochmal vom Reiten gesagt? Ich sehe nur noch das Ziel. Ich will es so stark, dass ich mich wundere, warum es mir nicht entgegenkommt. Das klang fast nach Hans, damals im Schloss, als er noch nicht so abgeklärt war, als er noch über sie kam wie ein Sturm und ein unwahrscheinliches Wagnis. Jetzt aber... Nein, das konnte sie nicht wollen. Sie würde sich sehr wundern, wenn sie so wäre, dass sie das wollen könnte. Drüben im Bullenkrug war die Stimmung gedrückt. Baron Butler ging nervös auf und ab.
Plötzlich erschien seine Frau in der Esszimmertür. Butler, auf ein Wort! Er ließ die Tür schwer hinter sich ins Schloss fallen. Das Gespräch dauerte ziemlich lange. Endlich ging die Esszimmertür wieder auf. Frau von Butler setzte sich schweigend an den Tisch und nahm ihre Häkelarbeit auf. Man sah ja an, dass sie geweint hatte. Der Baron war in der Tür stehen geblieben und rief offiziös: »Hilmar, auf ein Wort!« »Zu Befehl«, erwiderte dieser und folgte ihm. Lolo trat auf die Veranda. Der Wind fiel sie sofort an, zerrte an ihrem Kleid, wühlte in ihrem Haar. Als sie hörte, dass die Esszimmertür ging, rief sie hinein: »Hilmar, kommst du kurz raus?« Sie standen einen Augenblick im Dunkeln still beieinander. »Hat er dir meinetwegen Vorwürfe gemacht?«, fragte Lulu. »Ach ja, er hat ja recht«, meinte Hilmar. »Alle haben sie recht, ja, ach ja.« »Nein, du kannst nichts dafür«, beschwichtigte Lulu. »Es gibt manches, das stärker ist als wir. Früher glaubte ich, sich lieben ist Hand in Hand sitzen und sich lange Briefe schreiben. Jetzt weiß ich, sich lieben ist eine furchtbare Anstrengung. Wir werden schon den richtigen Weg finden.« Und sie strich sanft mit der Hand über seinen Ärmel hin. Der Baron klopfte mit der Hand an die Fensterscheibe. »Wir müssen hinein«, sagte Lulu. »Das kann ich jetzt nicht«, stöhnte Hilmar. »Aber du musst hinein. Du musst glücklich sein. Und ich...« »Ja, ich bin ein gemeiner Hund.« Dann drückte er seine heißen Lippen auf ihre Stirn, schob sie von sich und lief in die Dunkelheit hinaus. Lulu stand noch einen Augenblick da, starrte in die Dunkelheit und berauschte sich an ihrem großen Schmerz. Um Mitternacht war ein heftiges Gewitter niedergegangen. Allein, es dauerte nicht lange. So plötzlich, wie der Sturm gekommen war, ließ er wieder nach. Am Morgen schien die Sonne auf ein prächtig grünes Meer. Nur der am Strand aufgeworfene Seetang erinnerte an das nächtliche Unwetter. Hans und Doralice hatten wieder ihren Platz auf der Düne eingenommen. Eine alte Fischersfrau stand Hans Modell. »Man muss Menschen malen, die man nicht kennt«, meinte Hans. »Sonst will man zu viel hineinlegen.« »Dich zum Beispiel könnte ich nicht malen, Schatz, weil ich zu gut in dir Bescheid weiß.« Doralice zog die Augenbrauen zusammen. »Du weißt in mir Bescheid?« »Ja, natürlich.« »Dann weißt du mehr als ich.« Hans zuckte mit den Achseln. »Der Stege ist immer noch nicht zurück«, fragte er plötzlich, als er die Frau des Fischers verzweifelt am Strand auf- und ablaufen sah. Stege war in der Sturmnacht hinausgefahren. »Wenn der noch kommt, dann ohne Boot«, antwortete die Alte. »Der Mattes, mein Mann, den haben sie damals am zweiten Tag rausgefischt, da drüben beim Friedhof. Meinen Sohn haben sie gar nicht mehr gefunden. Ernst hieß der.« Doralice richtete den Rücken auf, um die Fischersfrau besser sehen zu können. Sie hätte fast weinen mögen. Nicht vor Mitleid, sondern weil dieses Dunkel plötzlich so nah an sie herantrat. Dann sah sie Hilmar die Düne hinaufkommen. »Gutes Segelwetter, nicht wahr?« rief Hans freundlich. »Glänzend«, beteuerte Hilmar. »Ja, und da wollte ich fragen«, er wandte sich an Doralice, »ob Sie, gnädige Frau, nicht mitfahren wollen? Wir haben noch einen Platz im Boot, genau einen.« Doralice schaute überrascht auf. »Nein«, wies sie energisch ab. »Außerdem glaube ich nicht, dass mein Mann das gestattet.« Hans wunderte sich, als er seine Stimme sagen hörte: »Aber warum nicht, Schatz? Heute ist wohl keine Gefahr dabei. Der Baron ist ein sicherer Segler. Es war ein seltsam erstaunter und kalter Blick, mit dem Doralice Hans ansah. »Dann ist es etwas anderes. Also gut, fahren wir.« »Kommen Sie, Baron.« Sie erhob sich, nickte Hans zu, dann gingen sie die Dünen hinab. Hans schaute ihnen lange nach.
Plötzlich warf er alles fort und wollte ihnen hinterherlaufen, aber da klomm das Schiff schon die ersten grünen Wellenberge hinauf. Ohne sich um die alte Fischersfrau zu kümmern, die immer noch die Pose hielt, stürmte Hans zum Meer und begann dort auf und ab zu gehen. Für wen spielte er diese große Komödie des Vertrauens und der großmütigen Gelassenheit? Was wusste er von dieser Frau? Er wusste nur, dass sich gegen den Gedanken, sie zu verlieren, jeder Tropfen seines Blutes sträubte. »Ich sehe immer noch nichts«, hörte er eine klagende Stimme neben sich. Die Frau des Fischers Stege stand neben ihm und schaute mit müden, traurigen Augen in das Flimmern des Meeres. Dort drüben bei dem weißen Segel saß Hilma Doralice gegenüber und schaute sie an. Doralice war ernst. Sie hatte die unklare Empfindung, als sei sie von Hans gekränkt worden, als sei es treulos von ihm, dass er sie so ruhig fahren ließ. »Sehen Sie«, sagte Hilma, »wenn Sie nicht gefahren wären, ja, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Aber ich wusste, es muss geschehen.« »Reden Sie nicht solches Zeug«, sagte Doralice traurig. »Nein, gewiss nicht«, meinte Hilma. »Es gibt ja auch gar nichts zu sagen. Sie sitzen hier, ich sitze da. Miteinander sprechen, das kann jeder. Miteinander sein, das ist die Kunst.« »Ja, sind Sie böse auf mich?« »Was?« »Ja, gewiss«, sagte Doralice träge, »aber später, nicht jetzt.« »Gut, später, später«, sagte Hilma. »Und jetzt rauchen wir eine Zigarette.« Doralice ging niedergeschlagen nach Hause zurück. Ein schmerzliches Mitleid mit Hans kam unerwartet, um sie zu quälen. Sie war die letzte Zeit in Gedanken immer so weit fort von ihm. Nun, wenn sie ihn jetzt zu Hause traurig oder böse oder unangenehm finden würde, so wollte sie liebenswürdig gegen ihn sein. Und diese gute Regung tat ihr wohl. Hans saß am gedeckten Mittagstisch und las. Als Doralice eintrat, sagte er mit seiner gewöhnlichen, ruhigen Stimme, »Nun, hast du dich gut unterhalten?« »Ja, sehr gut.« »Schön, schön«, meinte Hans. »Jetzt wollen wir essen.« Während der Mahlzeit schien Hans sich behaglich zu fühlen und sprach viel von Dingen, die nichts mit ihr zu tun hatten. Doralice glitt immer mehr in die Stimmung des Gekränktseins. »Fährst du heute Nacht mit uns aufs Meer hinaus?«, fragte Hans. Nein, sie mochte nicht. Oder willst du bei Agnes ein wenig kochen lernen? Bei Agnes? Wie kommst du darauf? Soll das so etwas wie der Anfang einer Erziehung für mich werden? Hans errötete. Nein, nein, gar nicht soll es. Er wandte ihr den Rücken zu und schaute zum Fenster hinaus. Da, schau, rief er plötzlich. Der Stege ist doch heimgekommen. Schau, die Frau, wie sie hinter ihm hergeht. Ich denke, wir machen auch einen kleinen Spaziergang. Was sagst du? Doralice wollte nicht. Als das Abendessen mit seinen Flundern und großen Kartoffeln kam, aß Hans eilig und viel. Er schien sich über das Hinausfahren zum Fischfang zu freuen. Bald stand er vom Tisch auf. Gute Nacht, Schatz, sagte er und küsste ihr zum Abschied die Stirn. Doralice rückte den Sessel näher nach dem Fenster und streckte sich behaglich aus. Bald schlief sie ein und träumte wie immer vom Schloss und dem alten Grafen. Nur war es diesmal nicht Hans, sondern Hilma, der sich jetzt heimlich über sie beugte und sie küsste. Und dann wusste Doralice, dass das kein Traum war, dass er sie wirklich küsste. Sie hielt die Augen geschlossen, ließ es geschehen. Erst als er ihre Hand nahm und sagte, »Sie frieren ja vor Einsamkeit«, schaute sie ihn gequält an. »Warum sind Sie hier?« »Wo soll ich denn sonst sein? Zu den anderen gehöre ich nicht mehr.« »Das ist sehr schlecht«,
erwiderte sie traurig. Schlecht? Vielleicht, aber es ist unsere Schlechtigkeit, ihre und meine. Sie können nicht das Leben eines Hans Grill leben und ich kann nicht der Bräutigam der kleinen Lolo sein. Das geht nicht. Immer das Leben zu leben, das die anderen sich für uns ausdenken. Also, man hat ausgemacht, mich morgen zurück ins Regiment zu schicken, um mich zu bessern. Aber Sie werden sagen, dass ich bleiben soll. Und ich werde bleiben und das Regiment zum Teufel jagen. Und Sie werden Hans Grill zum Teufel jagen. Gehen Sie jetzt, seufzte sie. Ja, jetzt, jetzt, wiederholte Hilmar. Und ausgelassener Triumph leuchtete aus seinen Augen. Aber morgen... Durch das Fenster schaute unbemerkt Lolos bleiches, ruhiges Gesicht. Wie jeden Abend hatte Lolo noch lange wachgelegen und ihren einen großen, unklaren Gedanken gedacht, den sie alle diese Tage mit sich herumgetragen hatte, den ihr gewachsen und mächtig geworden war. Ein Opfer wollte sie bringen. Das war jetzt ihr Erlebnis und füllte sie ganz mit Andacht. Als alles schlief, zog sie den Badeanzug an und schlüpfte hinaus. Draußen die Nacht schwarz und warm. Bei Grills brannte noch Licht. Sie sah Doralice im Sessel schlafen und Hilmar neben ihr knien, sie küssen. Aber das erschütterte sie nicht, das hatte sie erwartet. Ganz ruhig ging sie zum Meer und stieg ins Wasser. Schwarze Wellenhügel, in denen die Sterne sich spiegelten wie goldene Pünktchen, hoben sich sanft empor und ließen sie dann wieder in die Tiefe gleiten. All das Heiße, Enge, Drückende fiel von ihr ab. Sie wusste nicht mehr, warum sie hier war. Sie wusste nur, dass sie glücklich war und dass sie weiter hinaus musste. Immer weiter. Und dann... Plötzlich überkam sie das Bewusstsein der furchtbaren Weite um sie her, der furchtbaren Tiefe unter sich. Angst benahm ihr den Atem, alles war gegen sie. Sie musste kämpfen mit diesen Wellenbergen. Sie rief noch einige Male in die Nacht, schlug sich mit etwas, das sie niederdrücken wollte, und dann schien... alles fort. Ein kurioser Nachtfisch, sagte Stibbe und hob Lolo in das Boot. Die Marielle vom Bullenkruge, Wasser hat sie geschluckt. Immer ausspucken, Fräuleinchen, immer schön das Wasser ausspucken. Und jetzt ans Land, sonst verfriert sie uns noch. Das sind so die städtischen Dummheiten, ins Wasser gehen. Wen es will, holt es sich selber. Doralice war allein in ihrem Zimmer, als Stibbe zu ihr eintrat. Sie verstand nicht gleich. Da stand Stibbe und trug jemanden. Er trug Lolo, die ganz bleich war. Ihr Haar, schwer und feucht, hing lang über den Arm des Fischers. Die haben wir rausgefischt, sagte Stibbe. Die wollte nicht mehr zurück, aber die lebt schon, die lebt. Nur Wasser hat sie geschluckt. André ist hoch zum Bullenkrug, erst der Mamsell sagen, dass sie sie holt. Er legte sie ins Bett und ging hinaus. Lolo seufzte, schlug die Augen auf und schaute Doralice ernst an. »Wie ist Ihnen jetzt?«, fragte Doralice und streichelt ihr zärtlich übers Haar, so als wollte sie sie beschützen. »Gut«, sagte Lolo, als antwortete sie auf eine müßige, gleichgültige Frage. »Er kann übrigens nichts dafür.« Das wusste ich, als ich sie sah. Er wird nicht anders können. Und Sie? Sie können auch nichts dafür, dass Sie so schön sind. Nein, nein, das will ich nicht, rief Doralice fast zornig.
Ich will ihn nicht. Er soll bei Ihnen bleiben. Er soll Sie lieben. Er soll... Im Nebenzimmer wurde es wieder lebhaft. Wo ist sie? Wo liegt sie? Die Generalin erschien in der Schlafzimmertür. Sie war rot und atemlos. Kind! Kind! Rief sie. Was sind das für Geschichten? Zu meiner Zeit verliebte man sich auch und war eifersüchtig, denn die Männer taugten auch damals nicht viel, aber gestorben sind wir nicht daran. Fräulein Borg und die Köchin hüllten Lolo in Tücher und Mäntel. Geht jetzt nach Hause, befahl die Generalin, aber leise, dass Nini nicht aufwacht. Es ist genug, wenn morgen das Gerede anfängt. Steck das Kind ins Bett, eine Wärmflasche und Baldrian-Tee. Ich bleibe noch einen Augenblick hier. Sie erlauben? Seufzend nahm die Generalin in einem Sessel Platz. Das große Gesicht war bleich und sah kummervoll aus. Das habe ich nicht vorausgesehen, begann sie. Ich bin sonst nicht dumm, aber das... Mit unserem Aufenthalt hier wird es nun zu Ende sein. Schade. Sie, meine Liebe, habe ich immer verteidigt. Meine Tochter tat so, als seien Sie ein reißendes Tier. Nun ja, Sie sind Ihrem Grafen davongelaufen. Das muss man nicht tun, aber es war eine dumme Heirat und Sie haben sich von Ihrem Maler entführen lassen. Gut, gut. Aber jetzt ist es genug. Vom Entführen, vom sich entführen lassen kann keiner leben. Und dann, die Kleine hat nun mal diesen Bräutigam. Ich habe ihn nicht ausgesucht. Aber er ist ihr gegeben worden und sie hat sich in ihn verliebt. Wenn dieser junge Mensch morgen zu Ihnen herrennt, schicken Sie ihn zu seiner Braut zurück. Versuchen Sie, mit Ihrem Maler ordentlich zu leben, er scheint ein guter Kerl zu sein. Sich entführen lassen geht schnell. Mit dem Herrn leben, der einen entführt hat, das ist die Kunst. So, nun will ich gehen. Und Sie, meine Liebe, müssen schlafen, sonst werden Sie krank. Und davon hat auch keiner was. Die Generalin erhob sich, streichelte mütterlich Doralices tränenfeuchte Wangen und ging hinaus. War sie das, von der die alte Frau so gesprochen hatte? Sahen die Leute sie so? Widerwille und Furcht stiegen in ihr auf. Es war, als... klebe etwas Unreines und Hässliches an ihr, das sie verzerrte und sie gespenstisch machte. Agnes kam herein. Hans ist auch schuld, sagte sie barsch. Ich habe es ihm gesagt, was rennt er immer fort, na? Aber die alte Frau hat hier bei uns auch nichts zu predigen. Die soll schön ihre eigenen Jungherren stramme halten. Und jetzt müssen wir schlafen gehen. Sie fasste Doralice zärtlich an beiden Armen, führte sie in das Schlafzimmer und kleidete sie aus, wie man ein Kind auskleidet, legte sie dann ins Bett und deckte sie zu. Jetzt schlafen, sagte sie und löschte das Licht. Als sie erwachte, wurde im Nebenzimmer gesprochen. Zum ersten Mal in ihrem Leben empfand Doralice sich selbst als Qual. Agnes kam herein. Der junge Herr vom Bullenkrug ist da. Was soll ich ihm sagen? Doralice errötete. Ich will ihn nicht sehen. Er soll abreisen. Ich will ihn nie wieder sehen. Werd es ausrichten, brummte Agnes und ging. Hans war zurück. Er sah müde und angegriffen aus. Guten Morgen, sagte er, dann ging er zu seinen Malgeräten und beschäftigte sich mit den Pinseln. Beide schwiegen, bis es aus Doralice hervorbrach. Mein Gott, sag doch was! Sag doch was! Was kann ich sagen? Habe ich ein Recht? Das Recht, das du mir gegeben hast? Kannst du mir nehmen und dem anderen geben, anders ist es nicht. Da ist kein anderer, stieß sie hervor und es klang wie Zorn. Die aufsteigenden Tränen machten ihre Stimme unsicher, als sie sagte. Was soll ich jetzt tun?
Hans wandte sich ab und sah zum Fenster hinaus. Endlich wandte er sich um, ging zu Doralice und strich vorsichtig mit der Hand über ihr Haar. Wir können ja eine Zeit still nebeneinander hergehen. Vielleicht besinnen wir uns wieder aufeinander. Das war also das stille Nebeneinander hergehen. Anfangs war es ihr wie Friede und Sicherheit erschienen. Aber wenn Hans etwa schweigend vor der Staffelei stand, wusste sie, dass er ihr innerlich Vorwürfe machte, dass seine stolze und verwundete Liebe sich über sie ergoss. Sie sprach ja auch beständig in Gedanken mit Hans, rechtfertigte sich, beschuldigte ihn, demütigte sich. Einmal jedoch musste die große Stunde der Aussprache, der Versöhnung kommen. So stand es doch in allen Büchern. Hans und Doralice kehrten von ihrem Abendspaziergang zurück und sahen am Horizont riesige kupferfarbene Wolkenberge. Der Geheimrat begleitete sie. »Ich glaube, wir kriegen ein Gewitter«, sagte er. »Nicht vor morgen früh«, meinte Hans. »Stibbe weiß das, er fährt heute Nacht hinaus. Ich fahre auch. Mit Stege.« »So, so«, erwiderte Knuspelius. »Tatendurst, Tatendurst.« »Ach ja«, seufzte Doralice, »hier geht alles so langsam.« Zu Hause aß Hans hastig und eilte in sein Zimmer, um sich umzukleiden. Als er los wollte, entfuhr es Doralice. »Sprich mit mir! Sprich mit mir!« »Ach du«, erwiderte Hans, »mit dem Sprechen ist das so seine Sache. Man spricht und es klingt ungerecht und ist gar nicht, was man eigentlich hatte sagen wollen. Aber es darf ungerecht klingen. Nur sprich mit mir. An diesem Schweigen stirbt man.« Hans küsste sie auf die Stirn. »Gut«, sagte er wohlwollend. »Morgen sprechen wir uns aus.« Um Mitternacht erwachte Doralice von einem starken Geräusch. Das Meer rauschte so stark, als stünde das Häuschen mitten in den Wellen. Die Tür klapperte, das Geschirr klirrte. Draußen aber schienen schwere Gegenstände durch die Luft zu fahren. Und dann ein Pfeifen oder ein Klagelaut. Und dann wurde alles übertönt vom mächtigen Rollen des Donners. Immer wieder zuckten Blitze auf und zeigten das seltsam veränderte Meer, das sich wie große schwarze Mauern erhob. Mauern, die schwankten und stürzten. Doralice hatte Angst. Nur das. Keinen anderen Gedanken als nur diese Angst. Das Zimmer wurde plötzlich hell. Agnes stand da mit der Lampe. Da erst begriff sie. Der Tag graute, zögernd und schäbig. Stibbe war zurück. Von Stege und Hans wusste man nichts. Doralice ging zum Strand, eilig, als wartete dort jemand auf sie. Ihr Fuß sank tief in Algen und Seetang ein. Hinter sich hörte sie Schritte. Die Stegen war es, die sich ihr anschloss. Den ganzen Tag schauten die Frauen auf das Meer hinaus. »Nein, die kommen nicht wieder«, sagte die Stegin schließlich und ging heim zu ihren Kindern. Doralice entschloss sich nur schwer, nach Hause zu gehen. Immer wieder war es ihr, als griffe sie nach einer vertrauten Hand und musste mit Entsetzen fühlen, dass diese Hand kalt und fremd geworden war. Agnes trug das Essen auf. Beiden rannen Tränen über die Wangen. Später kam der Geheimrat Knuspelius. Er saß ihr gegenüber und wusste nicht viel zu sagen. Doralice konnte klagen und das tat ihr wohl. »Morgen sprechen wir uns aus«, hat er gesagt. »Alles wollt ihr mir sagen, alles und nun?
Was wir auch sagen, murmelte Knospelius. Wir nehmen unser Geheimnis ja doch mit. Welches Geheimnis? Knospelius verzog sein Gesicht. Das war nur so ein Ausspruch. Wenn man nichts zu sagen weiß, tut man einen Ausspruch. Ich wollte nur wissen, sagte Doralice, ob er mich noch so liebt wie früher. Darauf fand Knospelius keine Antwort. Die Septembersonne war kalt und klar. Sie ging jetzt täglich mit dem Geheimrat am Strand entlang. Ich habe nicht gewusst, wie wichtig Träume sein können, meinte Doralice. Knospelius zog lange an seine Zigarre. Hab auch solche Zeiten gehabt. Ja, ja. Man muss Orte aufsuchen, die den Träumen förderlich sind. Solche Orte gibt es. Unten in Italien oder auf den griechischen Inseln. Ich habe gedacht, wenn Sie von hier fortgehen... Wohin soll ich gehen? Unterbrach Doralice. Der einzige Ort, an dem mein Leben noch einen Sinn hat, ist hier. Natürlich, natürlich. Ich sage nur, wenn Sie fortgehen. Schließlich kommt der Winter, dann ist das Land hier nicht mehr dasselbe. Wenn Sie also von hier fortgehen, wenn, dann sollten wir in eine stille Bucht gehen. Wir? Ja, wir, erwiderte Knospelius. Denn Sie müssen einen haben, der Sie begleitet. Und sehen Sie? Ich bin der geborene Begleiter, der geborene Kamerad des Wellentals. Wenn es dann wieder aufwärts geht, können Sie mich stehen lassen. Daraus mache ich mir nichts. Das bin ich gewohnt. Man hat mich mein ganzes Leben lang stehen lassen, aber das ist ganz gleich. Es ist auch ganz gleich, dass das Zusammensein mit Ihnen für mich ein Erlebnis wäre. Man kann einen gekrümmten Rücken haben und doch seine Gefühle. Aber die gehen einen dann ganz allein etwas an. Ich sage das nur, damit Sie nicht denken, ich würde mich opfern. Ganz im Gegenteil. Aber die Hauptsache ist, dass es für Sie das Richtige wäre. Ich danke Ihnen, aber ich kann hier nicht fort. Freilich, freilich. Ja, wir haben Zeit. Also warten wir. Warten wir, bis das Meer uns freigibt. So kam es denn, dass das wunderliche Paar noch immer Tag für Tag am Strand entlang ging, als der Oktoberwind die gelben Birkenblätter auf das Meer trieb. Die schöne blasse Frau mit dem Trauerschleier und der kleine, verbogene Herr im langen grauen Paletot. Sie warteten darauf, dass das Meer sie freigebe.